So, und ihr habt es schon gesehen, ich habe Besuch hier unten bekommen. Unser sportlicher Leiter Yüksel Ick ist bei mir. Ja, Yüksel, 3 Monate fast waren es, Wintervorbereitungen. Was habt ihr alles so gemacht? Wo lag der Fokus? Ja, 3 Monate, sehr intensive Monate. Am Ende leider auch kalte Tage gehabt. Ja, aber die Jungs konnten da wirklich aus dem Vollen schöpfen, haben da wirklich sehr intensiv und gut gearbeitet. Viele individuelle Sachen natürlich auch taktisch, teamorientiert auch. Und im Großen waren wir wirklich sehr positiv, auch mit den Ergebnissen da auch natürlich auch den Spielen. Jetzt ist ja der Auftakt vergangene Woche in Baling, ich sag mal, nicht so optimal gelaufen. Was habt ihr denn trotzdem aus diesem Spiel an Erkenntnissen mitgenommen? Ja, da konnten wir viel natürlich rausziehen. Die Trainer haben das auch richtig analysiert, sind da auch intensiv in die Gespräche reingegangen Anfang der Woche. Aber das war dann auch schnell abgehakt, weil Augenmerk war dann sofort auf das Pirmasens-Spiel. Wir wussten, was wir falsch gemacht haben in Baling oder was nicht so gut lief. Aber heute bin ich mir sicher, dass das ist sehr schön, wenn du so optimistisch bist. Dann bin ich es also gerne auch. Was erwartet uns denn für ein Spiel heute gegen den SK Pirmasens? Was glaubst du? Ja, es wird sehr intensiv. Wir müssen auch geduldig sein, denke ich. Ja, Pirmasens hat schon 2 Spiele. Hatten davor noch gegen Freiburg das Tor gezogen im Spiel. Und deswegen sage ich, heute wird auch ein bisschen die Geduld auch eine Rolle spielen. Aber ja. Am Ende zählt das Ergebnis und da werden wir schon die 3 Punkte daheim machen. Wunderbar. Ja, Yüksel, vielen Dank.